Und jetzt blicken wir mit Spannung auf den Auftritt von Kamila Valieva, die dieses Kurzprogramm in Memoriam ihrer verstorbenen Großmutter widmet. Sie hat selbst gesagt, es ist die Jagd nach einem Schmetterling und am Ende fange ich ihn. Und jetzt sind wir alle gespannt, was die 15-Jährige aus Kasan aufs Eis bringt. Auch sie will den Axel dreifach wagen. Trusova scheiterte, sie nicht. Kombination. Erleichterung. Unfassbar. Ein Wahnsinns-Kurzprogramm von Kamila Valieva, 15 Jahre alt. Representing Russia, Kamila Valieva. Sie musste mit dem Druck umgehen und sie hat es fast spielend geschafft. Ihr Herz pochte am Anfang des Programms, das hat man förmlich gesehen, auch in ihrem Gesichtsausdruck. Und dann kam das Lächeln nach der Kombination und sie hat alles souverän aufs Eis gesetzt. Ist ja fast schon eine junge Frau geworden in den letzten 2, 3 Jahren. Grazile Bewegungen, fliegendes Eiskunstlaufen, perfekte Kantenbeherrschung, lautlos über das Eis schwebend und ihre Trainerin. Eteri Tutberidze hat gesagt, Kamila ist das größte Talent, das ich bisher trainieren durfte. Und was sagt die junge Dame nach den russischen Meisterschaften, als ihr alles perfekt gelungen ist? Naja, ich kann es noch besser. Schallendes Gelächter bei der Pressekonferenz. Und ihr Motto ist, arbeite, arbeite, viel und mehr und du wirst umso besser. Schauen Sie mal das Spielbein, wie hoch das beim Auslauf ist. Da sieht man die Ballettausbildung
Auch hier jede Bewegung ist bis zur Perfektion vollendet. Die schwierigsten Positionen, die man sich nur vorstellen kann, in den Pirouetten. Und viel schöner als Betonung Kunstlaufen kann man kaum, wie das hier Camilla in den letzten 3 Minuten eindrucksvoll auf dem Eis gezeigt hat. Sie ist die absolute Top-Favoritin auf den Olympiasieg. Und sie könnte es schaffen, als Newcomerin direkt Olympiasiegerin zu werden, aber darüber möchte sie gar nicht nachdenken, sagt sie. Ich laufe von Sprung zu Sprung, von Wettkampf zu Wettkampf und wir sehen, was da kommt. Eine Augenweide, 9,75 Punkte in der Performance, 9,71 in der Choreografie, 9,71 in der Interpretation. Da werden mit Sicherheit in der Detailauswertung einige Zehner-Punktzahlen, also Höchstpunktzahlen dabei sein.